Wer hat es erfunden? Die Schweizer. Moin Leute und willkommen zur nächsten Tova-Folge mit dem Goldcrafter LP zusammen. Herzlich willkommen. Genau, er ist aus der Abonnentenstadt und ja, wie ihr schon seht, unsere Tür wurde in die Luft gesprengt von Joe, ja genau. Da ich selber keinen Bock habe, die zu reparieren, muss Jonah das machen. Der kann ja auch mal was tun. Und ich kann ja mal eben kurz einen kleinen Rundgang machen, was überhaupt jetzt hier sich so verändert hat. Weil jetzt, ich war jetzt auch schon an 2 Tage oder sowas nicht mehr wirklich jetzt hier zu Gange. Hier habe ich, oh Gott, ruckel. Hier habe ich noch ein Schild angebracht. So, warum jetzt unbedingt der, warum jetzt unbedingt der Goldcrafter mit dabei ist, hat den ganz einfachen Grund, und zwar vor einer Woche, irgendwann Donnerstag oder Freitag, nee, Freitag war das, oder habe ich ja auch schon Montag erklärt, war das ja die Sache mit dem Kommentar mit den Schweizern und Ricola, Schleichwerbung, und deswegen ist nämlich jetzt mal hier der... Alter, jetzt auch schon wieder ein Creeper explodiert. Wer macht das denn nur immer? Unsere Stadt hat es auch überall Creeper. Ja, das ist mega kacke. Vor allem gestern waren hier noch keine, als ich kurz da war. Naja, egal. Und deswegen ist nämlich dann er jetzt heute mit dabei, weil er nämlich Schweizer ist und das einmal sich angeboten hat, das zu sagen. Weil ich finde, man muss das nicht immer so unbedingt ernst nehmen, ne? Also... Der Kommentar, das fand ich schon einfach unnötig von derjenigen, weil man muss einfach mal auch ein paar Sachen im Leben mit Humor nehmen, und das gehört, finde ich, meiner Meinung nach schon dazu. Und komm, das ist ja auch jetzt nicht so schlimm. Ich meine, für dich hört sich das garantiert auch komisch an, wenn ich halt rede auf Hochdeutsch, ne? Also von da... Geht, wir in der Schule sprechen wir auch die ganze Zeit Hochdeutsch. Ja? Ach so. Wir haben das als, ja, ja, wir sprechen das ein, also die Lehrer sprechen mit uns, aber halt untereinander schon Schweizerdeutsch. Ach so, aber ach so, ich finde es schön, wenn ihr meinen Dialekt, ja, versteht. Ja, ich finde den eigentlich auch ganz, ganz nett. Also, ich war auch schon ein paar Mal in der Schweiz, aber wenn ältere Schweizer so richtig dann loslegen, ne, also, dann versteht man sie gar nicht mehr. Ja, also es gibt ihn halt auch noch. Also, als Hochdeutscher, aber als Norddeutscher meine ich. Aber naja. Auch noch. Dialekte, zum Beispiel aus dem Wallis, und dort habe ich sogar Mühe, diese zu verstehen. Aus der Ostschweiz, die haben auch einen ganz anderen Dialekt. Ah, okay. Als wir. Und also in der Schule lernt ihr dann Hochdeutsch sozusagen, oder sprecht ihr nur Hochdeutsch? Ja, mit den Lehrern, ja. Ah, okay. Ich glaube schon ab der ersten Klasse oder zweiten Klasse sprechen wir Hochdeutsch. So. Ah, cool. Jetzt hat hier der Dennis auch noch ein Schild angehängt mit ja. Aber irgendwie sind da momentan nur 2 Zettel drin. Einmal drittens nein und zweitens ja. Na, da haben ja viele abgestimmt. Auf jeden Fall, ja. Er, ich nenne dich also Oliver, ne? Kann ich auch so sagen, hat sich da also angeboten, dann das einmal zu sagen, weil ich finde auch immer, gerade die Schweizer, die rollen das eher auch immer so schön, oder eine andere YouTuberin, die kommt zwar nicht aus der Schweiz, aber boah, von wo kommt die? Auch irgendwo weiter unten in Deutschland. und die rollt das eher auch immer so schön, und das finde ich irgendwie sehr nett. Also, ja. Wärst du einmal so freundlich und würdest mich glücklich machen? Ja, sicher. Soll ich jetzt auf Schweizerdeutsch oder auf Hochdeutsch sagen? Beides, weil ich würde gerne mal wissen, wie sich das auf Hochdeutsch anhört. Das interessiert mich auch nochmal. Wer hat erfunden? Die Schweizer. Oder so geht es, oder? Ja, genau, ich glaube ja. Oder noch die Schweizerdeutsche Version. Wer hat erfunden? Die Schweizer. Hä, mach's nochmal auf Hochdeutsch. Wer hat es erfunden? Die Schweizer. Ja, okay, man hört natürlich trotzdem noch diesen richtigen schweizerischen Akzent, ne? Ja. Oder Dialekt. Schon krass. Oh, vielen Dank. So.
Wie geht's denn hier bei euch eigentlich voran? Da fehlt irgendwie ein Fresser. In der Stadt? Ja, genau. Weiß nicht. Es wird schon ein wenig besser, auch. Ja, also ich meine, seitdem jetzt halt die ganzen Neuen da sind, sieht das auf jeden Fall erstmal größer aus, gerade auch wenn man jetzt auf die Karte guckt. Da war vorher ja nichts, da war ja nur das Haus von Sadie, das Haus von Schlawinski und die Ja, beiden dann. ich habe hier hinten noch eine Farm gebaut und hier, glaub's, weiß nicht von wem, gab's eine Kuhfarm. Hey, ihr habt hier noch so eine Gemeinschaftsfarm, Ja. ne? Das ist sehr schlau, weil so dürfen wir nämlich auch Ja. einfach rein und dann alles abernten und kaputt machen. Von Hier unten daher. hat es noch eine Farm. Was? Achso, ach, da unten. Ach, das ist eine automatische Farm, ne? Ja. Also irgendwo hatte auch noch der Vincent bei uns auch noch eine automatische Erntefarm gebaut. Aber ich weiß dummerweise nicht mehr wo. Nee. Sorry. Ach ja, es geht. Ach ja, jetzt geht das ja mal auf, wenn man hier rauf tritt. Ja. Also ich bin übrigens heute ein bisschen verschnupft, deswegen höre ich mich auch ein bisschen komisch an oder muss öfter mal ein bisschen hochziehen. Aber das habe ich heute schon den ganzen Tag, das ist echt schlimm. Heute Morgen konnte ich eigentlich fast gar nicht atmen. Wofür wird eigentlich jetzt dieses Haus hier verwendet? Das weiß ich auch nicht, aber es glaubt noch nichts passiert hier drin. Weil Ich nehme noch das Joy. da hatte ja der Sadie gewohnt, der ja auch aus dem Projekt raus, und da hatte ich mir gedacht, gestern oder vorgestern, okay, tue ich da halt mal ein Schild dran, Haus kann abgerissen werden oder Besitzer ist nicht mehr im Projekt, hatte ich da eigentlich dran geschrieben. Ach, das ist ein Zombie. Oh, nein, ich hab dich getroffen. Oh, tut mir leid. Du bist mir gerade voll in die Chest Ja, ich. reingelaufen. Ja, mein Bogen zieht One-Hand, wenn man keine Rüstung hat. Das wollte ich nicht. Aber okay, dann wird es halt noch verwendet Ups. als Creeper-Farm, genau. Als. Nein! Baby-Zombie, fick dich ins Knie. Oh, nein, eure Kuh haut gerade ab. Nein, Kuh, geh zurück. Los, nein, 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 nein. Los, komm. Los. Ja, gleich hab ich dich. Oh, doch nicht. Hast du eben gerade mal Weizen oder so? Nein. Rote, aber das lockt sie nicht an. Ich hole schnell welches. Ja, ich versuche sie hier irgendwie nochmal reinzupressen. Ah, warte. Hab schon, hab schon, hab schon. Okay, Haha, super. Herz. Ich mach mal kurz eben die Tür hier zu, ne? So. So, was haben wir noch? Wie werden noch weiter gebaut? Also wirklich was Das. weiterbauen bei unserem Haus tue ich momentan irgendwie wirklich nicht. Und das heute soll auch nur nochmal ganz kurz eine Folge sein. Eben für heute, weil ich keine Folge mehr hatte. Hat er sein Haus irgendwie wieder abgerissen? Der Marco? Das war irgendwie größer. Da oben hat er irgendwie noch Ja, der hatte. aufgestockt, aber jetzt hat er, glaube ich, sein Schrägdach hingemacht. Ich wollte gerade sagen, weil der hatte nämlich gestern, glaube ich, noch, als ich kurz mit Ife drauf war. Und da war er auch drauf, der Marco. Und da hatte er nochmal irgendwie so einen Würfel drauf oder sowas. Aber jetzt nicht mehr. Hier stand ja auch mal ein Haus. Ja, das war Bock. so eine Pferdebox von Schlawinski. Die ist aber dann abgebrannt. Genau wie sein Dach auch. Aber da unten ist sogar noch ein Haus, da wohnt ja irgendjemand. Da ist ja ein Eingang. Naja. So, Schlawinski, der baut hier eh eigentlich immer nur in seinem Haus. Der macht ja nie was draußen. Hier kann man sich übrigens immer super reinbacken mit dem Pferd. Noch was, ich glaube, einer von den beiden Häusern da hinten, die in den Berg gebaut wurden, die sind ja auch noch, oder einer davon ist auch noch rausgegangen.
Glaube ich jedenfalls. Glaube, ich weiß nicht, welche. Ich auch nicht. Ich glaube, das hier war Simonas Haus. Bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube, das war Simonas Haus. Und der ist auch rausgegangen. Und der hier wohnt noch und da kommt man sogar ganz rein. Da bin ich mal ganz reingekommen, da von hinten. Und da war nämlich dann auch immer die Zauntür da auf, aber jetzt ist sie dann mal wieder zu. Wenn du mal irgendwo den Marco Show 1234 wieder auf dem Server siehst, musst du mir mal bitte Bescheid sagen, weil den muss ich Ja. nochmal umbringen. Warum? Weil der immer so eine große Fresse hat. Also ich habe ihn schon mal ein paar Mal umgebracht. Oh Gott, das ist gerade dunkel. Da hat er auch zwar, wenn es nur aus Spaß war, eine große Fresse gehabt und dann, wenn man dann mal zu ihm kommt, schießt er immer Pfeile aus seinem Haus und verpisst sich dann wieder in seinem Haus drin. Und das muss mal bestraft werden. Ja, wieso sehe ich nichts? Scheiße. Lass mich in Ruhe, du Drecksvieh. Boah, das ist ja noch dunkler als mit dem Preview-Shader, ey. So, Bartz, fick dich, du Skelett. Oh Gott, meine Nase läuft. So, mal gucken, wie das jetzt. Ah, ja, nee, da. Was? Meine Frames sind mit dem sogar besser. Aber ich meine, sieht ja schon geil aus. Mit dem Shader. Das Geile ist, in der Schweiz sind ja auch die Schulnoten verkehrt herum, ne? Also, 6 ist Ja. ja eine 1, cool, dann wäre ich ja sogar mal echt gut in der Schule. Wäre das in Deutschland auch so. Ja. Verfolgst du mich gerade? Ach da. Ich weiß auch nicht, was wir machen. Ich habe eigentlich auch schon ziemlich Ja, ich gehabt. auch, deswegen, das ist immer so ein Schwierig. bisschen doof. Im vorigen Projekt, das ich ja gemacht habe mit ein paar anderen Leuten, da haben wir Herr Hexet gespielt und da war eben erstmal nur YouTuber und dann galt da eben auch Aufnahmepflicht und dadurch ist das dann eben nicht so schnell langweilig geworden. Weil der Notbremse ist ja auch schon raus aus dem Projekt und der meinte auch, weil man eben, oder nee, Quatsch, Tim meinte das, weil man ja eben offline spielen kann und dann manche haben ja wirklich sehr oft gespielt oder spielen ja auch so immer noch sehr oft. Und deswegen hat man dann einfach dann schon so viel gemacht und hat dann kaum noch was für die Aufnahme irgendwie. Hat man ja auch am Montag gesehen, als ich da 30 Minuten lang nur gequatscht habe und dumm durch die Gegend gelaufen bin, so wie jetzt auch gerade wieder. Und eigentlich muss ich nochmal meine Sommerresidenz hier von innen einrichten. Auch wenn man nicht aufnimmt, kann man es auch halt nicht so gut kontrollieren. Genau, das ist es auch. Halt auch so. Diese ganzen Probleme, die wir da ja hatten, das kann man eben nicht gut kontrollieren bei den Abonnenten. Da muss man sich dann immer so viele Plugins raufhauen. Das ist ja auch nicht so geil. Aber naja. Boah, eigentlich, ich habe auch schon hier Ideen für die Einrichtung, aber ich bin irgendwie zu faul, um das einzurichten. Aber naja. Ach ja, ich habe hier nochmal irgendwann mein Tagebuch angefangen. Habe ich aber auch nicht weiter beschriftet. Ja, gut. Da wir gar nichts zu tun haben, würde ich mal sagen, beenden wir jetzt auch hier die Folge. Vielen Dank, dass du mit dabei warst und dann auch einmal das gesagt hast. Ja, Ja, habe ich dann. doch gern gemacht. Also nochmal, nicht immer so ernst nehmen, weil falls diejenige das auch gerade sieht, ist halt wirklich nur Spaß und das ist gerade jetzt wieder viel zu dunkel hier drin. Na egal. Vielen Dank fürs Zugucken und dann bis morgen zur nächsten Folge. Und morgen ist dann wohl auch die Arena-Auslosung, weil ich muss nämlich nochmal die paar Schilder anfertigen. Das habe ich jetzt noch nicht geschafft. Ja, dann noch einen schönen Tag und haut rein und tschüss.